willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Wie immer gehört dem Gästetrainer das erste Wort. Herr Koschinat, Ihr Fazit bitte. Ja, schönen guten Tag. Ich glaube, man hat hier in der Anfangsphase ein Spiel gesehen, wo zwei unterschiedliche Spielideen aufeinander geprallt sind. Und aus meiner Sicht ist zumindest dann so war, dass wir deutlich mehr Risiko gefahren sind, als dass wir Chancen hatten. Wir haben auf der einen Seite zwar immer eine ganz gute Ballkontrolle im Zentrum gehabt, das sah ganz nett aus, aber wir haben es nicht geschafft, die Flügel zuzuschließen. Insofern hatten wir Glück, dass der MSV nicht frühzeitig in Führung gegangen ist. Aktuell spricht es vielleicht so ein Stück weit für unsere Verfassung, für unsere Selbstsicherheit, dass wir dann so aus dem Nichts heraus über Andrew Wooten dann 1-0 in Führung gehen. Das hat uns natürlich sehr geholfen. Es hat unser Spiel nicht zwingend sicherer gemacht, aber mit einer Führung hast du natürlich etwas in der Hand und du weißt, mit einer einzigen Aktion kannst du ein Spiel vorentscheiden. Das ist uns dann in der zweiten Halbzeit durch den Elfmeter gelungen. Trotz alledem muss man ganz klar sagen, dass wir zu keiner Zeit wirklich Kontrolle über das Spiel hatten. Das aus meiner Sicht ist ein wahnsinniges Konter- und Gegenkonterspiel war und das ist dann nicht die intelligenteste Lösung, wenn du 2-0 führst. Genau aus so einer Situation hat dann der MSV den Anschlusstreffer gemacht und dann muss man ehrlicherweise sagen, mit Hilfe des Stadions ist der Druck immer größer geworden. Der MSV hat viele, viele Möglichkeiten gehabt und am Ende muss man über einen absolut verdienten Punkt reden. Ich habe auch direkt nach dem Spiel versucht, gegen jegliche Enttäuschung anzukämpfen, denn ich glaube, im Abstiegskampf sind wir jetzt in einer sehr, sehr guten Position und wir sollten unsere Konstellation auch nicht zu sehr überschätzen. Ich denke, hier hätte jeder im Vorfeld diesen Punkt als sehr, sehr wichtig gewertet, weil der Abstand geblieben ist. Das ist jetzt im Nachhinein so und so bewerte ich das Spiel auch für uns, trotz einer 2-0-Führung. Dankeschön. Vielen Dank, Thorsten, dein Fazit bitte. Ja, hallo zusammen. Ich bin erstmal dankbar, dass Uwe, ich denke, das extrem treffend getroffen hat, das Spiel und das Spiel auch wiedergegeben hat, weil ich denke, wenn man als Heimtrainer hier sitzt und würde das genauso wiedergeben, dann würde man mir wahrscheinlich in Worten nicht glauben, aber es ist Fakt, dass die Tore, die wir bekommen haben, also 1 oder das 2-0, dann eben aus dem Nichts gekommen ist und wir haben, denke ich, jetzt nicht so gespielt, dass man das Gefühl gehabt hätte, die Mannschaft war ängstlich, war eingeschüchtert, dass das ein schweres mentales Spiel war dann sind das Spiel ist letztendlich auch so gegeben worden ist vor der Partie, das ist klar, das hat man gemerkt, aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, das war für mich war das in Ordnung und wenn du dann 2-0 hinten bist in dieser Situation mit dem ganz großen Wunsch eben einen Sieg einzufahren und du kommst so zurück, dann widerspricht es eben halt auch, was ich oft höre, dass die Mannschaft keine Moral hätte, keinen Wille hätte und in so einer Situation mit 2-0 Rückstand dann wieder so zurückzukommen, das ist was, wo ich sage, das lasse ich positiv abhaken, weil das nicht das erste Mal jetzt war, gerade zu Hause in der 1. FC Köln hatte man die Situation auch und von daher ist es so, dass wir, glaube ich, den Kopf mit erhobenem Haupt verlassen können, das Stadion und und wir das tun müssen, was wir die ganze Zeit ja auch gemacht haben, eben auf andere Plätze auch zu schauen und aber das ist ein Wunschkonzert, wenn das alles so abläuft morgen, wie man sich das dann aus Duisburger Sicht wünscht, dann sind es vielleicht 3 Punkte und das wissen wir aber alles nicht, das ist hypothetisch, aber was ich gesehen habe und das ist das, was mich in dieser Situation extrem, das kann ich schon auch mal sagen, stolz macht, ist eben so, wie die Mannschaft nach einem 2-0 wieder zurückkommt und, Uwe hat es auch gesagt, dann auch die Situation, ein Publikum zu haben, was natürlich auch enttäuscht ist, aber ein gutes Gefühl dafür hat, eine Mannschaft zu unterstützen in dieser schwierigen Situation. Und das wird auch mit ausschlaggebend sein für die restlichen Spiele. Von daher ist das irgendwo eine gewisse Enttäuschung. Auf der anderen Seite, wenn du 2-0 zurück bist und so zurückkommst und dann vielleicht auch noch jetzt den Siegtreffer schießen können, dann wird es wäre natürlich wäre das überragend gewesen, aber das ist nicht passiert. So haben wir diesen Rückstand aufgeholt und werden weiterarbeiten, weiter nach vorne schauen, weiter den Kopf oben halten und uns von vielen Dingen eben, die uns in den Weg gelegt werden, eben halt auch nicht beeindrucken. Ich vor allen Dingen nicht. Ich werde hier bis zum letzten Tag alles rausholen und jeglichen Widerstand auch werde ich bekämpfen, ankämpfen
und werde der Trainer sein, den diese Mannschaft braucht, nämlich einer, der vorangeht. Uwe, für dich und für die nächsten Spiele natürlich alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank, Thorsten. Gibt es noch Fragen? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Thorsten, wir hatten ja vor dem Spiel gesagt, eigentlich braucht man den Dreier in dem Spiel jetzt hier. Der ist es jetzt nicht geworden. Du hast jetzt gerade nochmal Plädoyer gehalten, was dir Mut gibt. Trotzdem hast du wahrscheinlich auch nicht die Pfiffe überhört von den Zuschauern zur Pause. Gab es auch nicht unbedingt so häufig. Kannst du das denn in etwa nachvollziehen? Ja, komplett. Also, weil das auch das erste Mal. Also klar, die Leute kommen her, haben eine Erwartung. Und wenn du einzeln zurückliegst, ist klar, ist eine Enttäuschung da. Aber das registriert man. Und gehört eben halt auch, gehört auch dazu, weil die Erwartung und darauf eben auf so ein Spiel sich vorzubereiten, auch bei den Fans natürlich sehr groß ist. Aber auch das müssen wir mit berücksichtigen, das gehört dazu. Das ist der Moment, wo wir eben auch mit bearbeiten müssen und abhaben müssen auch.